Einen wunderschönen guten Moin und damit herzlich willkommen zum heutigen Livestream. Wir machen weiter mit Factorio. Und erstmal herzlich willkommen an den Chat. Moin Alexander, willkommen. Ja, und dann alle anderen, die noch so im Lurk-Modus oder im Halbschlaf unterwegs sind. Gut, bevor wir hier lange rumquatschen, gehen wir mal direkt ins Spiel rein. Wir hatten gestern so eine kleine, ja, kämpferische Aktion gehabt, haben unser Gebiet erweitert, nochmal kurz zur Wiederholung. Ja, wir haben unsere regelmäßigen Angriffe hier, teilweise auch von unten, je nachdem. Und Ende vom Lied ist einfach, um die Kurzzusammenfassung zu schaffen. Wir haben eine ganze Menge Platz und viele Erzvorkommen. So kann man das, glaube ich, ganz gut zusammenfassen. Und heute werden wir uns auf jeden Fall ausgiebig damit beschäftigen, diese Basis ein wenig zu vergrößern. Oder weitere Features hinzuzufügen, je nachdem. Ich habe mal gerade so ganz kurz hier ein paar Dinge überlegt, die wir machen wollen. Wir müssen uns natürlich als allererstes gleich mal eben um den Zug kümmern, weil der hat noch keine Betankung. Das machen wir erstmal provisorisch hier beim Bahnhof mit. Ja, da kriegt er einfach eine Kiste mit dazu, wo ein bisschen Kohle drin ist oder später von mir aus Festbrennstoff, bis wir dann irgendwann diesen Uranbrennstoff haben, je nachdem. Aber das eilt nicht. Dann würde ich gerne Akkumulatoren in dieser Mall mit hinzufügen, damit wir so langsam auch mal Richtung Solarenergie gehen können, weil die Idee, die danach folgt, achso, ich mach mal eben den Kram hier aus, genau. Wir werden an den Hotspots hier, wo ständig halt die Angriffe sind, so wie hier zum Beispiel, da werden wir zur Verstärkung noch Lasertürme mit dazustellen. Und wie gesagt, unten an dieser Ecke sollten wir das auch tun. Aber Lasertürme ohne Solarpanel und Akkumulatoren ist irgendwie nicht so geil. Genau, wenn wir dann sowieso schon bei Solarenergie sind oder bei Akkumulatoren oder wie auch immer, wäre es, glaube ich, an der Zeit, auch ein Solarpanel Cityblock zu erstellen. Wir hatten zwar schon mal einen gemacht im letzten Spielstand, aber... Oh, nice. Das Verhältnis zwischen Solarpanels und Akkumulatoren hatte nicht so wirklich gepasst und dementsprechend werden wir nochmal einen einigermaßen vernünftigen bauen. Ich glaube, hundertprozentig würden wir das nicht hinbekommen, vor allem nicht, wenn man hochskaliert, aber wir kommen relativ dicht dran. Ich meine, so Pi mal Daumen 660 Solarpanel und 550 Akkumulatoren braucht man, Pi mal Daumen. Und dann passt das eigentlich. Genau, was machen wir noch? Wenn wir sowieso schon dabei sind, Cityblocks zu erstellen, wäre ich sehr stark dafür, dass wir den Blueprint, den wir schon haben, ja, also der ohne Logistik, ja, dass wir den hier nochmal ein wenig aktualisieren und dass da die Roboports mit reinkommen, wie es sich gehört. Und dann läuft das, glaube ich. Moin Steffen, willkommen. Zwischen Solarpanel und Akkumulatoren. Ich glaube so 1 zu 1,2 oder 1,1 Pi mal Daumen, glaube ich, war das. Also die höherwertigere Zahl, das sind die Solarpanel. Ich meine, ganz genau kriegt man es nicht hin, aber das ist nicht so wild. Ja, man kann zur Not irgendwo nochmal so einen Block bauen, wo halt die Akkumulatoren komplett drin stehen, so als Auffüllblock. Aber brauchen wir erstmal noch nicht. Genau. Lasertürme habe ich gesagt. Genau, das Eisenerzvorkommen. Das hier sollte noch mit in unser System integriert werden. Das könnten wir zu späterer Stunde auch noch machen, also wir haben einiges vor. Genau, dann hatte ich eben schon gesagt, hier Cityblocks mit Logistiknetz. Die werden wir natürlich da auch ausbauen, wo wir sie brauchen, also auch in diesen Maschinen hier. Das wird nicht mehr überall hundertprozentig passen, ist aber nicht das Problem. Wir brauchen sie nicht überall. Wichtig ist es auf jeden Fall hier bei der Mall und im Prinzip ja tatsächlich auch hier beim Kraftwerk, weil wir da eine Entmüllungsanlage für Holz hinbauen. Oder eigentlich steht sie ja schon, das ist ja nur diese Kiste hier. Vielleicht machen wir noch eine Anforderungskiste davon und dann passt das. Genau, die ganze Mall muss geupdatet werden in Bezug auf Logistikkisten. Das können wir noch in Angriff nehmen. Und dann haben wir... Apropos, genau, wir müssten auch vielleicht noch eine neue Schmelze bauen. Also von diesen alten Öfen können wir mal weggehen. Und bevor wir dann tatsächlich das so machen wie hier bei der Stahlverarbeitung mit diesen T2-Öfen, würde ich lieber gleich den Sprung Richtung T3-Öfen wagen, weil die wesentlich... Ich sag jetzt mal umweltschonender sind und ja, schneller Dinge verarbeiten. Wobei, nee, warte mal, schneller sind sie nicht, ne? Nee. Aber wie gesagt, der Unterschied macht's dann nachher aus. Schon wieder durch, Wahnsinn. Wir machen die Module mal eben fertig. Nee, braucht man nicht, Alexander, braucht man nicht. Genau. Neue Schmelzen, habe ich gesagt, genau. Und wir werden diese kleineren Steinvorkommen, die wir hier haben, hier dieses 315k, und das hier oben mit der 1 Million, das werden wir nur dazu hernehmen, um Landfill herzustellen.
Denn die große Idee ist ja nachher, dass wir hier außenrum unser Zugnetzwerk haben. Geht hier einmal so rum. Hier vorne hätte ich ganz gerne ein Depot drin stehen. Da brauchen wir auch noch ein bisschen Landfill. Und dann geht das hier unten rum wieder zurück. Sodass die Anlieferung der Hauptrohstoffe nachher im Endeffekt über Züge realisiert wird und nicht mehr über die Förderbänder hier. Übrigens ist Stein ziemlich leer. Ja, geil. Vielleicht sollten wir die Landfill-Anlage mal ausschalten, weil dieses Vorkommen hier, das ist ganz schön vergewaltigt, da ist nicht mehr viel drin. Ja, aber kriegen wir hin, glaube ich. Ich glaube, da habe ich erstmal grob alles abgerissen, was wir so machen wollen könnten. Wie gesagt, erster Schritt, eine Kiste für eine Zugbefüllung. Oh, da war ein Baum. Ja, also wie gesagt, wir werden das beim Bahnhof mit hinstellen, damit der Zug nicht stehen bleibt. Wir hatten, glaube ich, nur ein paar Restkohlestücken da reingeschmissen. Das reicht natürlich nicht unbedingt. Wir verschaffen dem Kraftwerk mal eben eine Pause. Wie viel haben wir jetzt? Ja, geht so. Wir können da gleich noch ein bisschen mehr von holen, ist gar kein Problem. Hey, da ist noch ein Auto. Ja, und wie gesagt, neue Schmelzen. Wir gehen halt gleich von T1 auf T3. Diesen Zwischenschritt, den brauchen wir gar nicht mehr machen. Achso, wir müssen noch einen weiter. Also das Interessante dabei ist halt einfach, warte mal. Wir haben hier eine Verschmutzung von 4 pro Minute und wir haben hier eine Verschmutzung von 1 pro Minute. Deswegen machen wir das. Das Coole ist dann, wenn wir diese neuen Öfen benutzen in Verbindung mit der Solarenergie, dann wird sich auch unsere Dunstglocke, die wir durch unser zweites Kraftwerk bekommen haben, auch wieder ein wenig zurückziehen. Und die beiden Dinge in Kombination, da sollte vielleicht einiges gehen, denke ich mal. Wir lassen uns überraschen. So, aber wie gesagt, erstmal müssen wir gucken, dass der Zug hier nicht komplett stehen bleibt. Irgendwann ja, weil die Kisten sowieso voll werden. Oh, ja, wird Zeit. Okay. Genau, wir nehmen einfach eine Stahlkiste, ist ja egal, meine Güte. Und Kohle schmeißen wir rein, genau, okay. Diese Lanes hier werden wir erstmal noch nicht anschließen, weil wir unten ja im Prinzip noch genügend Kupfer im Vorkommen drin haben. Aber ich denke, das passt soweit. Gut, dann geht's runter zum Mall. Was brauchen wir eigentlich alles für die Akkumulatoren? Das waren nur Batterien und noch irgendwas, ne? Müsste da gewesen sein, genau. Ja, Eisenplatten und Batterien. Batterien stellen wir schon her, Eisenplatten haben wir auf dem Bus. Eventuell müssen wir da mal schauen, dass wir die Batterieproduktion noch etwas erhöhen, aber das müssen wir dann spontan machen. Achso, genau, warte mal. Ich wollte die Landfill-Anlage ausschalten. Wir brauchen das Zeug nachher ohne Ende. Ja, reicht erstmal. Wichtiger ist halt gerade, dass der Stein bei der entsprechenden, ja, Forschungspaket-Produktionsanlage ankommt. Oder hier unten. Und nicht, dass wir daraus Landfill herstellen. Das brauchen wir nicht unbedingt. Okay, wir haben hier zufälligerweise Eisenplatten liegen. Achso, wir nehmen gleich so ein T2-Ding, meine Güte. Und dann könnten wir das nämlich hier mit hinschmeißen. Eine Anlage reicht, weil viel mehr können wir gar nicht bereitstellen. Momentan zumindest noch. Na, wie gesagt, ich denke, diese Mall, die werden wir nochmal überarbeiten. So, Eisenplatten haben wir, dann bräuchten wir noch Batterien. Wenn wir hier... Oh Gott, ich mach das mal eben aus. Wenn wir hier stumpf nach oben gehen, passt es nicht. Also wir müssten dann mit den Batterien tatsächlich rückwärts auf den Bus gehen. Macht nichts. Ja. Die Frage ist, wo machen wir das? Haben wir irgendwo noch einen Punkt, wo wir das noch brauchen? Ich meine, die Roboter werden ja schon hergestellt. Auch in kleinem Stil erstmal. Wir haben schon 189, jawohl. Aber unter Umständen sollten wir die vielleicht einfach mal nicht so betrachten, dass sie auf dem Bus liegen würden. Na klar, für die Rakete brauchen wir sie später sowieso noch, aber das ist erstmal ein ganz anderes Thema. Ich würde vorschlagen, wir legen das Ding neben diesen Munitionsbus einfach nach unten. Ja, warte mal. So viel Platz wollte ich ja auch nicht verschwenden. Ach ja, stimmt, wir hatten nur noch die roten dabei, ne? Ja, ist okay. Das ist aber immer noch fix unterwegs hier. Oh, Hochleistungsrüstung. Ja genau, da brauchen wir dann schon die Prozessoren. Aber ja, kriegen wir hin. Brauchen wir irgendwann sowieso? Nein. Ach, die brauchen wir hier nicht.
Wie gesagt, hier beim Mainbus ist es nicht so wichtig, denke ich. So, wir müssen jetzt einmal einen Block zurückgehen und dann runter, ne? Genau, okay. Die Frage ist, wo genau möchten wir nach unten gehen? Neben dem Stein am besten. Uff. Wir gehen einfach mal hier runter, weil sonst haben wir nachher wieder alles zugebaut. Klappt wieder wunderbar, ey. Naja. Sobald wir dann irgendwann so unser Logistiknetz haben, könnten wir unsere Roboter auch mal, ja, ein wenig Arbeit verschaffen, dass sie mal den Mainbus upgraden oder so. Also Step by Step. Alles auf einmal werden wir niemals schaffen. Achso. Ne, Schaltkreise geht nicht, weil da ist noch was drauf. Eisen zum Beispiel. Aber hier reicht mir das eigentlich völlig erstmal. Okay, dann haben wir hier dasselbe Spiel. Haben wir noch andere Kisten? Ja komm, wir nehmen hier so eine Eisenkiste. Wie gesagt, wir werden die später sowieso zu Logistikkisten umbauen. Genau, dann müssen wir nur noch auf Batterien warten. Sehr schön. Das Kabel nehmen wir dafür. Genau, wenn Akkumulatoren kleiner als 400 sind, dann kannst du arbeiten. Moin an Caillou, willkommen. Gut. Das Ding kann erstmal ganz entspannt und chillig arbeiten. Was wir jetzt brauchen, sind ein paar Roboports, weil wie gesagt, ich möchte mal eben da oben unseren Cityblock-Kram aktualisieren, damit wir die Logistikkomponente mit dabei haben. Und wir brauchen dazu dicke Stromleitungen. Da oben sind sie. Wir suchen mal eben so ein freies Plätzchen hier. Sollten wir ja genügend von haben, netterweise. Hätten wir auch hier machen können. Ach, ist egal, passt schon. Ich hätte auch fahren können, ich hunger. Wieso verpeile ich nicht immer, dass wir ein Auto haben? Egal, wir machen das hier irgendwo. Das ist blöd. Hier wäre super, da ist nichts im Weg. Okay, let's go. Ich hole doch das Auto. Oh, Fakt ist auf jeden Fall, unser Erz-Monitoring-Ding funktioniert. Eisenerz hat 25% unterschritten vom Restmaterial her. Und jetzt kriegen wir hier die Einblendung. Sau gut. Servorüstung sagt mir nichts, aber wir werden auf jeden Fall nachher die Exoskelette bauen. Weil, muss sein. So. Genau, zur Verteilung hier. Das ist tatsächlich relativ einfach, weil wir einfach nur gucken müssen, dass hier alles im Logistikbereich drin ist. Passt exakt. Wir haben uns auf jeden Fall nicht verbaut. Das ist schon mal gut. Genau, also der Weg hier, der außenrum ist, der muss vollständig abgedeckt sein und dann läuft das soweit. Okay. Auch hier passt es, ja. Schön. Genau, am besten gerade hinstellen, läuft. Achso, die meinst du? Ja, passt ja. Alles gut. Genau. Strom kommt damit ran. Und hier immer so, dass noch eine Ecke angekratzt wird. Genau. Hier die grüne und rote Logistikverkabelung, die ist netterweise schon mit dran. Das hatte ich noch aus dem alten Spielstand vorbereitet. Und da hätten wir das soweit. Kann man das nicht irgendwie aktualisieren? Update Blueprint? Aha. Müsste hinkommen. Wir testen das. Yep. So muss es sein.
Jep. So gut, okay, ja, dann können wir das so machen, denke ich mal. Und der ist auch automatisch gespeichert jetzt, oder wie ist das? Nee. Warte mal. Nee. Ach so, da ist... Ah, okay, warte mal, dann müssen wir den nur austauschen wahrscheinlich. Genau, der ist mit, der ist ohne. Vielleicht behalten wir beide. Weil wir brauchen nicht überall die Logistikdinger. Dann müssen wir das mal eben umbenennen. Warte mal. Block, Logistik. Speichern. Genau. Dann hätten wir die beiden. Und wenn wir das gerade sowieso vorbereiten, dann könnten wir jetzt auch super damit beginnen, hier wieder Dinge rauszunehmen, weil dann könnten wir nämlich hier unseren Solarpanel und Akkublock bauen. Als Vorlage. Müssen wir nur noch ein bisschen aufräumen hier drin. Die sind so langsam, halt. Das bin ich nicht mehr gewohnt, ey. Ja. Yeah. Ey, da ist Kohle mit dabei. Ja, oh Gott. Können wir ins Auto schmeißen. Mit dem Stein übrigens, ne? Wenn das nervt, das Zeug, kann man da wunderbar Landfill von herstellen. So, Forschung ist schon wieder durchgelaufen. Wir gehen stumpf der Reihe nach, weil... Oh. Ja, okay. Weil muss sein. Ja, wir haben jetzt nicht unbedingt ein dickes Ziel, wohin wir forschen möchten, weil die Sachen, die wir haben, und die Sachen, die wir brauchen, die haben wir erstmal, ja. Weiter darüber hinausgehen brauchen wir gar nicht. Wir müssen halt auch nur gucken, dass wir zeitnah Richtung blaue, Richtung violette und gelbe Pakete gehen. Aber ich denke, das kriegen wir hin. Moin, Bluntbrain, willkommen. Und auch wenn sie langsam sind, aber unsere Batterien stinken richtig, aber ich mach's per Hand. Klingt komisch, aber ist so. So. Genau, hier nebenan sind noch ein paar Steine und Bäume. Ach so, halt, genau. Die Stromleitung kommt dazu weg, weil hier in dem Block, wo die Solarpanel und Co. drin stehen, da werden wir nur mit den Umspannwerken arbeiten. Spart noch ein bisschen Platz. Ach ja, die Schiene, stimmt. Warte mal. Die könnte da echt mal raus. Genau, weil die brauchen wir nicht mehr. So, da oben stehen noch ein paar Bäume, aber das ist eigentlich relativ egal. Die Stromleitung hier außen rum, also die hier am Rand. Lassen wir die stehen? Ja. Ja, sollten wir. Die am Rand müssten tatsächlich stehen bleiben. Weil wir ansonsten nachher ein Verbindungsproblem haben zwischen den einzelnen Blöcken. Ne, die bleiben da. Jetzt haben wir netterweise schon so ein paar Solarpanel dabei. Okay, pass mal auf. Da wäre Platz für Akkus, weil die Akkumulatoren sind nur 2x2, also so wie hier quasi. Ja, genau. Passt schon mal, okay. Jo. Und dasselbe Spiel machen wir hier nochmal. Wie gesagt, ich habe jetzt nicht unbedingt eine Vorlage. Wir werden wahrscheinlich ein paar Mal hin und her bauen, bis wir das soweit haben. 4, 4, genau. Das machen wir erstmal an jeder Kante. Das schaut an sich ganz gut aus. Warte mal. Schlauer wäre, wenn wir erstmal ein Viertel fertig bauen, weil wenn wir wissen, dass es passt, dann passt es. Die nächste Frage wäre, ja gut, komm, wir brauchen Akkumulatoren. Beziehungsweise Umspannwerke. Weil die kriegen wir schnell ran, aber Akkus brauchen wir so oder so. Achso, andere Sache. Wie schaut denn das hier oben aus? Ja, das sind schon dicke Haufen und die kommen relativ dicht ran, also die sind kurz vor Spuckreichweite, hätte ich beinahe gesagt. Aber auch das ist noch kein Beinbruch. Wie gesagt, wir müssen gucken, dass wir so langsam auch Richtung Lasertürme gehen. Und der Rest ist dann, glaube ich, ein Selbstläufer. Ob wir diese Flammenwerfer-Dinger brauchen, da müssen wir mal gucken. Ich denke mal schon, aber das will ich ehrlich gesagt momentan noch vermeiden. Die nehmen wir auch noch mal eben schnell mit.
So, und wir haben hier 36. Damit können wir zumindest bauen. Oh, wir können das Ganze doch ghosten, nicht Honk? Ja, nice. Dann machen wir das so. Was brauchen wir noch für die Dinger? Stahl, natürlich. Ach, echt Zufall. Ja. Könnte reichen. Ja, stimmt, wir können den Quatsch doch ghosten, ey. Wie blöd von mir. Na egal, es sind ja eh noch nicht so weit, passt schon. Port ist aus. Ja, das ist praktisch. Genau, weil die Kollegen können dann wahrscheinlich hier rein. Und die wahrscheinlich hier. Die Sache ist halt die, wir müssen gucken, wo wir die Umspannwerke hinschmeißen, weil die müssen ja im Prinzip auch den gesamten Bereich abdecken. Das ist an sich kein Ding, weil das könnten wir so voll machen. Das nicht. Ha. Da haben wir es nämlich wieder. Das heißt, wir machen das so. Die Lampen, ne, da könnten wir auch drauf verzichten. Also wenn wir noch irgendwie Platz bräuchten zum Ausgleichen oder so, wäre das an sich kein Thema. Oh shit. Das ist auch wieder nicht gut. Zur Not müssen wir hier noch mehr Akkus mit reinbauen. Ich meine, das ist ja an sich kein Thema. Nur wenn das zu viele Akkumulatoren werden, dann wird es irgendwann sinnlos. Wir testen das mal. Wir müssen ja hier so etwas Ähnliches machen. Oder wir verschieben die Umspannwerke um einen Block. Ich guck mal eben, wie wir hier unten rauskommen. Mal sehen. Aha, siehst du. Okay. Ungeil. Was ist denn, wenn wir die so hinstellen? Macht das Sinn? Wahrscheinlich auch nicht. Nee. Dafür ist es wieder eine blöde Größe, ne? Nice. Okay, dann ist halt die Frage, wie teilen wir das am besten auf? Hier ist ja die Mitte an sich. Nee, eben nicht. Finde ich jetzt nicht so schlimm, ehrlich gesagt. Der ganze Quatsch hier, ne, der kann mal eben wieder weg. Ich meine, mit dem Stromnetz hier steht und fällt die ganze Geschichte, ne? Das ist halt der Punkt. Das macht irgendwie nicht so viel Sinn. Vielleicht müssen wir sie doch weiter außen hinsetzen. Mal schauen. Gut. Kriegen wir das hier sinnvoll verbaut? Das ist nämlich, haha, das ist nämlich die Frage. Kriegen wir nicht. Das heißt, hä? Achso. So wäre das besser.
könnten die jetzt alle noch einen Block rausschieben, aber ja, müssen wir halt gucken. Das ist sowieso viel intelligenter, wenn wir mittig anfangen, oder? Wir testen das mal. Jep. So machen wir das. Das brauche ich so tatsächlich. Oh. Das war gar nicht der Plan, aber egal, was soll's. So. Muss nebenbei immer so ein bisschen gucken, was die Hotspots machen. Aber das sieht gut aus. Okay, hier kommt sowieso nicht so viel an. Easy. Okay. Genau. Hier oben der ganze Kram, ne? Oh, warte mal. Wir machen das doch mal eben weg. Also komplett quasi auch mit Umspannwerk. Oh. Das ist ja ungeil jetzt. Wir haben das geschafft. Ey, wir sind doch mittig. Ah, stimmt. Ich meine, das hier ist ja okay. Ja, das ist okay. Ja, wir haben jetzt hier einmal Luft, aber das ist, ich glaube, minimal. Die Möglichkeit, die wir hätten, wäre unter Umständen, das hier noch aufzufüllen. Dann wäre der Platz nicht so komplett verschwendet, aber das größere Problem ist eigentlich eher das, dass wir mit diesen Panels und mit diesen hier nie in eine Flucht kommen. Was wir machen können, wir könnten von hier komplett einmal nochmal rüberziehen. Boah, testen. Dann passt es ja mit den Äußeren gar nicht mehr. Das ist ja ein ziemlicher Bullshit. Wir versuchen nur einigermaßen Platz zu sparen. Das ist eigentlich der Hauptgrund. Können wir nicht eigentlich auch den hier reinstellen? Nee, natürlich nicht. Ja, jetzt war mal eine dumme Frage. Das passt mit denen hier nach oben, aber warum passt es dann nach rechts rüber nicht? Habe ich irgendwie Scheiße hier gebaut? Warte mal. 200. 200. Hm. Naja. Die können tatsächlich bleiben. Das ist komplett ungeil. Ja. Okay, pass auf. Wir testen was anderes. Kann jetzt ein paar Stündchen dauern, bis wir den Blueprint hier fertig haben, ne? Also ich werde auch keinen vorgefertigten irgendwo raussuchen, weil finde ich zu langweilig. Daher kann das ein Weilchen dauern.